Oh. Und ganz schön hoch. Ich hab ein bisschen Schiss. Oh, jetzt habe ich gerade doch ein bisschen Schiss gekriegt. Es geht richtig tief hier runter. Hier geht's tief runter. Ui, ui, ui. Colorados gefahren, und zwar in das Colorado National Monument. Und ich finde ja, das hört sich an wie ein Denkmal, ist aber tatsächlich ein Nationalpark. Und den wollen wir heute erkunden, indem wir hier einfach so diesen Rim Drive entlangfahren, der einmal durch den Nationalpark geht, und so ein paar kleine Wanderungen machen, die hier entlang der Straße sind. Ja, das kostet $25 hier reinzufahren. Für ein Auto. Aber wir haben jetzt den amerikanischen Nationalpark Pass America the Beautiful. Den gibt es für $80. Und er hält ein ganzes Jahr. Und das ist für alle Nationalparks. Yosemite, Yellowstone, alles Mögliche. Also sollten wir nochmal wiederkommen in einem Jahr, können wir den noch nutzen. Ah, hier, guck. Ah ja, hier geht's jetzt los. Devil's Kitchen Trail. Das ist ja nicht lang. Einfach richtig schön. Wahnsinn! Wir sind erst irgendwie 10 Minuten gewandert. Spaziert, muss man fast sagen. Richtig schöne Ausblicke. Wir haben gerade gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Mischung wie Joshua Tree und Grand Canyon. Ja, es hat die Schluchten, ne? Und dann hat es aber auch diese super schönen Felsformationen, überall grün zwischendurch. Gefällt mir richtig gut. Sieht aus wie eine Schwangere. Auch. Nase. Wenn ich das richtig gelesen habe, kann man da rein in diese Teufelsküche. Wir kommen also in Teufelsküche. Willst du hier wieder runter? Weiß ich nicht. Gib keinen zurück. Nee. Und was ist da? Oh, ein schöner Blick hier. Hier geht's tief runter. Ein bisschen Angst, wie wir hier wieder runtergeklettert bekommen, aber ansonsten Hammer Ausblick hier. Es ist super schön hier. Wir sind jetzt hier auf einen dieser Felsen geklettert und sind ganz alleine und haben einfach nur den Blick in die unendliche Weite dieses Nationalparks. Richtig toll. Und hier so Schwalben oder so Geschnatter, aber es ist ganz schwer, die auf die Kamera zu kriegen, aber es ist irgendwie richtig cool. Und hinter uns, da irgendwo serpentint sich die Straße hier so lang. Also es gibt halt einen, so eine Scenic Highway Road oder Scenic Road. Und das ist auch das Einzige, was wir heute noch machen. Also wir fahren diese Straße lang, steigen ab und zu mal aus, spazieren irgendwo hin. So muss es sein. The American Way heute. Ja, da würde man aber nicht ganz hier hochklettern. Ich hätte einen Burger dabei. Warum ist hier denn gar keiner? Weil es anfängt zu regnen.
Sau geil. Alleine auf so einem großen Steinmonument. Dafür macht man doch einen Colorado Roadtrip, oder? Ja, die Straße, die wir hier fahren, ist ja schon ziemlich schlängelig. Aber das hier ist der Serpents Trail. Das ist die ehemalige Straße. Und die war wohl die schlängeligste Straße der Welt, oder wurde zumindest so genannt. Und jetzt ist das halt ein Hiking Trail. Aber das ist halt von einem Ende zum anderen. Und dann müsste man irgendwie das Auto umparken. Und das machen wir jetzt nicht, aber total witzig. Und die heißt schlängeligste Straße der Welt? Ja, Serpents Trail. Was heißt denn schlängelig? Ja, so halt. Also viele Kurven? Ja, so viele Kurven. Ganz viele Kurven. Super viele Kurven. Ich habe auch irgendwann gelesen, wie viele, aber ich weiß nicht mehr, wie viele. Aber viele. Canyon. Also das erinnert doch voll an Grand Canyon hier, oder? Krass. Wow. Oh, jetzt habe ich gerade doch ein bisschen Schiss gekriegt. Es geht richtig tief hier runter. Und ich habe eigentlich keine Höhenangst oder so. Aber jetzt habe ich da gerade so runter gefilmt. Da habe ich irgendwie kurz einen Moment gedacht, hey. Das ist jetzt ungefähr der fünfte Viewpoint, an dem wir halten. Mit Abstand der schönste und wir glauben, dass wir hier auf die sogenannten Coke Ovens drauf schauen und da unten sieht man schon die Plattform und da soll auch unser nächster kleiner Trail hinführen. Gerade waren wir noch da oben bei der Plattform und jetzt sind wir hier den Trail zu dieser gelaufen. Unfassbar, was für Ausblicke wir hier schon hatten und was wir hier haben. Ohne Worte. Ja, die Sonne ist jetzt auch noch rausgekommen. Ich mit meinem extrem dunklen Hauttyp mache jetzt trotzdem noch was drauf. Oh Gott. Macht man das anders? Ja, da unten wird der Teil eines Trails repariert quasi. Das ist der Monument Trail, der hier durch das ganze Valley geht und super schön sein soll. Und ein Teil ist gerade leider eben deswegen nicht begehbar. Aber gut, sie arbeiten anscheinend hart daran. Schiss. Ui, ui, ui. Das ist schon jetzt hier ganz schön hoch. Ich kriege immer Ärger, wenn ich so nah an so Abgründe gehe.
Mir macht das eigentlich nicht so viel. Mir bei mir selbst auch nicht. Aber ich finde, wenn man den anderen sieht und weiß, man hat keine Kontrolle darüber, ob der jetzt stolpert oder nicht hinguckt. Du machst ganz oft einen Schritt rückwärts, wenn du irgendwie filmst. Und ha, das kann ich nicht so gut. Auf jeden Fall unfassbar. Wir sind hier am Grand View Aussichtspunkt und der Name hat wirklich recht, sagt man das so? Der Name ist Programm, weil hier wirklich einfach eine sensationelle Aussicht ist. Und was ich echt beeindruckend finde, so hinten am Horizont, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, sind ja nochmal so riesige Berge einfach, die man so erkennen kann. Also wahnsinnig schön. Ja, hier kann man natürlich auch eine ganze Menge lernen jetzt über Geologie und so weiter, wie sich das alles geformt hat, welche verschiedenen Steintypen und Formationstypen da sind. Aber Geologie, da sind wir noch schlechter als in Geografie und Tier- und Blätterkunde. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Aber hier gibt es Infotafeln, also wenn ihr hier vorbeikommt, könnt ihr hier eine Menge lernen. Mit diesem großen Finale hier, mit Blick auf die ganzen Monumente in dem Valley, beenden wir das Video einfach, denn besser wird es nicht mehr. Ja, ihr könnt auf jeden Fall von Ost nach West fahren, wenn ihr hier seid. Das haben wir jetzt gemacht, also bei Grand Junction rein und bei Fruta raus. Fruta ist der Ort hinter uns. Da werden wir heute Nacht auch schlafen. Denn dann wird es sozusagen immer spektakulärer. Man fängt mit den kleinen Wanderungen an und hört halt mit diesem spektakulären Blick auf. Wir beenden hier das Video, genießen noch ein bisschen für uns einfach die Gegend und sagen mal auf zu neuen Abenteuern. Du brauchst, glaube ich, beide Hände. Das mit der Kamera gemacht. Nach hinten habe ich die rumgemacht. Ich habe die immer so schräg über die Schulter. Gefühlt würde ich ja jetzt hier drüben lang gehen. Ja, mit der Kamera hier, was mache ich denn damit? Jetzt nicht fallen hier? Pass auf, Franzi. Franzi. Oh Gott. Oh Gott, da muss ich. Eigentlich witzig, dass du mir nicht antwortest.